SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner appelliert an die ÖVP-Landeshauptleute, ihren Einfluss in Sachen Gaspreisdeckel geltend zu machen. Die Bundesländer hatten ja im Rahmen der Landeshauptleute-Konferenz in der Vorwoche vom Bund geschlossen, einen Energieschutzschirm für Österreich, analog zur deutschen Gaspreisbremse, gefordert. Ja, die SPÖ will in der kommenden Woche also dazu einen Antrag im Nationalrat einbringen. Die Gaspreise für Österreichs Wirtschaft und Industrie würden in wenigen Wochen dann rund 2- bis 3-mal so hoch sein wie in Deutschland, meint Rendi Wagner. Es ist die Aufgabe der Politik, alles zu unternehmen, damit eben der Mittelstand in Österreich nicht wegbricht, und die Krisenbewältigung, die dürfe nicht an die Bundesländer abgeschoben werden. Das meinte die SPÖ-Chefin.